Herzlich willkommen zurück in Baldur's Gate 3. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, genau, wir sollen sie da offensichtlich rausholen. Ich guck mich hier erstmal um. So. Naja, wir werden sie bestimmt nicht da drin lassen. Nach einem Mechanismus suchen, der den Deckel öffnet. Es bleibt keine Zeit. Hexenmeister Arkane Kunde. Hier ist Magie am Werk, aber was für welche? Probieren wir mal aus. Arkane Kunde würfeln. Plus 4 für Arkane Kunde Übung. Ja, wunderbar. Warte mal kurz, was haben wir hier? Würfel anpassen. Ah ja, weil ich die Early Access Version gekauft hatte, bekommt man, glaube ich, die Digital Deluxe Version umsonst. Das müsste hier eigentlich gehen. Drachenflammenrot, genau. Das Ding ist Teil der Deluxe Edition und den passen wir jetzt einfach mal an. Okay. Das muss man auch erstmal finden hier unten links, ne? Klicke zum Würfeln. Kritischer Erfolg. Gibt's den jetzt? Also, das ist doch. Was heißt jetzt kritischer Erfolg? Gibt's das bei dem normalen Würfel auch? Egal. Ah, okay. Ein kritischer Treffer ist die 20. Okay, das ist dann nur das andere Symbol. So. Das Ding ist magisch mit der Konsole verbunden. Das haben wir jetzt erfahren durch das positive Würfeln. Mal sehen, was ich tun kann. Tagebuch aktualisiert. Rette die Gefangene des Elitiden. Also gehen wir nochmal jetzt an die Konsole hier, oder? Die ist das doch, ne? The console appears dormant. Die Glyphen auf das Gerät schreiben, die du von den Wächterrunen der Kapsel empfangen hast. Das haben wir vorhin gemacht mit der Arkanenkunde. Die einsatzbereite Konsole genauer betrachtet, die Hand auf die Konsole legen. Weggehen, jetzt bleiben wir erstmal bei Arkanenkunde. Okay. Wieder ein kritischer Treffer. Oh. Kritischer Fehlschlag. Ah, okay. Okay, das Symbol muss ich mir merken. Eine 1 gewürfelt, okay. Ja, dann die Hand auf die Konsole legen. Ja, das ist jetzt natürlich Mist, ne? Elitide, das heißt, ich gebe jetzt mit einer Gedankenschinder Larve infiziert zu werden, ist noch schlimmer als der Tod, oder? Das ist ja cool, ne? Also wir sind ja mit dem Vieh infiziert und jetzt, wenn ich das jetzt nutze, dann lasse ich mich auf das Vieh ein. Oder ich ignoriere den Eindruck und muss einen anderen Weg finden. Ich habe ja keine Ahnung, was passiert im weiteren Spielverlauf, wenn ich mich drauf einlasse. Ich ignoriere das jetzt erstmal. Verbindung. Okay, so bekommen wir sie jetzt nicht daraus. Ich hätte jetzt meinem Parasiten da trauen müssen. Karte, allgemeines Tutorial. Ich hatte ja gesagt, dass ich die eingeblendet lasse. Dies ist eine Karte deiner Umgebung. Du kannst Missionsorte ansehen und eigene Markierungen platzieren. Außerdem kannst du zu Wegpunkten teleportieren, die du entdeckt hast. Wähle sie dazu aus. Was ist er denn hier? Intellektverschlinger. Achso, das ist ein Verschlinger, den wir selbst schon dabei haben.
Okay, rettet die Gefangene. Ich kann hier rein. Ich kann hier unten rein. Ich weiß nicht, ob die mich weiterbringen. Kann ich die Tafeln lesen hier? Entfesseln, okay. Aggression. Auslöschen. Entfesseln, Aggression, auslöschen. Aggression und auslöschen hört sich nicht gut an. Entfesseln. Psionic energy radiates from the prisoners, but they do not react. Okay, die haben jetzt nicht reagiert. Nee, angreifen will ich nicht. Kann ich jetzt was ändern? The console hums steadily, awaiting command. Aha. Ich mache jetzt nochmal Arkane-Kunde. Okay, ich habe nochmal die Chance. Gut, plus 4 haben wir. Sehr schön. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod. Also jetzt haben wir, vielleicht öffnet sich die nächste Kapsel als Fortschritt von vorhin. Jetzt ist natürlich meine Frage, ich habe jetzt hier das mit dem Entfesseln gewählt. Hatte das jetzt Auswirkungen auf die Konsole? Oder konnte ich jetzt einfach nochmal die Auswahl treffen? Einfach nur aus dem Grund, weil ich nochmal an die Konsole gegangen bin, nachdem ich vorher weggegangen war. Das ist natürlich auch so. Das ist schon ziemlich komplex. Also nochmal. Ja, das hatten wir ja schon. Er ist doch jetzt wieder das Gleiche. Ich ignoriere das wieder. Ich dachte, ich wäre jetzt einen Schritt weiter gekommen. Okay. Aber wir haben zu ihr auch irgendwie eine Verbindung. Okay, gut. Das bringt jetzt nichts. Let's have a look. Da haben wir eine Kiste. Um ein Schloss zu knacken, benötigst du Diebeswerkzeug oder den passenden Schlüssel. Diebeswerkzeug haben wir nicht. Ich guck mal ganz kurz im Gruppenfenster. Und, okay. Inventar, Zauberbuch, Charakterbogen. Sie hat auch kein Diebeswerkzeug. Die Filter sind weg. Ich kann zwar hier noch filtern, aber die Filter hier sind weg. Das ist schlecht. Kann ich hin und her schieben? Ja, das geht noch. Okay. Ich hatte ja auch ein Video gemacht über die UI. Und da hatte ich hier auch noch einzelne Filter, die ich setzen konnte für jedes Fenster einzeln. Damit konnte ich mir zum Beispiel auch den Inventarinhalt von allen gleichzeitig anschauen und so weiter. Das haben wir jetzt scheinbar nicht mehr. Ach so, hier haben wir auch Reisesack. Ach so, okay. Das ist unterteilt, alles klar. Nee, das bleibt mal schön da. Wenn es schon unterteilt ist. Okay, ich will jetzt hier aber gar nicht in die Ausstattung gehen. Zauberbuch, alles klar. Charakterbogen. Okay. Also das haben sie ein bisschen geändert von der Übersicht, aber jetzt auch nicht großartig. Okay, wir haben keinen Schlüssel dafür. Ich gehe mal in den Raum. Ich lasse die anderen beiden Knöpfe da jetzt erstmal sein. Und gehe mal in einen der nächsten Räume hier. Der macht nichts. Aha.
goldener Schlüssel. Bestimmte Gegenstände wie Schlüssel, Zutaten und Lagervorräte werden in deinem Inventar in praktischen Behältern sortiert. Schön, haben wir gerade schon gesehen. Ja, wie viele haben die infiziert, ne? Seems simple enough. A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Ja, wen sollen wir denn jetzt hier alles retten? Wieder eine Konsole. Okay, was steht da auf dem Schild? Wechseln wir mal zu ihr. Perfekt. Perfekt? Was ist perfekt? Das ist natürlich auch schön, ne? Dass du einfach wechseln kannst. Bei solchen Geschichten jetzt. What's in here? Also ich nehme erstmal alles mit. Those controls next to the pod. Rettet die Gefangene. Finde eine Möglichkeit, die Gefangene zu befreien. Wir haben eine mystische Rune gefunden. Vielleicht können wir damit die gefangene Halbelfe befreien. Ach so, das hatte die jetzt hier im Inventar. Wir stießen auf eine Überlebende, die in einer Kapsel. Okay, dann kriegen wir sie so ja doch raus. Und den hier, können wir damit was machen? Nein. Und das hier? Was ist das denn? Versklavter Verstand? Mit der rechten Maustaste hast du zusätzliche Optionen. Aufheben, aufheben und zu Waren hinzufügen, werfen, untersuchen. Und wenn du auf Untersuchen klickst, finde ich auch ganz nice, ne? Kannst auch ranzoomen. Das ist schon wirklich gut gemacht. Menschliches Gehirn, lebendig und intakt, umgeben von... Was? Cerebrospinalflüssigkeit. Gewicht des Gegenstands 5, Preis des Gegenstands 1. Also ein Gold oder was? Brauche ich nicht. Heiltrank nehmen wir mit. So, damit können wir sie wahrscheinlich befreien. Was heißt das hier mit dem Perfekt, ne? Also, das hat doch was mit ihr hier zu tun. Sie wird dann perfekt oder was? Also perfekt zum Gedankenschinder. Ja, komm. Ich will sie nicht zum Gedankenschinder machen, aber ich drücke trotzdem mal drauf. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside. Oh ja. Change. Das haben wir. Das war nicht so gut. Okay. Ah. Sorry. Sorry. Change her. Change to the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Tja. Strash, is this to be our fate? Nee, das wird nicht unser Schicksal sein. Nee. Tut mir leid. Tut mir leid für sie. Ah, super. Schmieriger Stuhl. Okay, hier kann ich sonst nirgendwo hin, ne? Ich kann auch nicht nach oben, so wie das aussah. Das Schöne ist, mit den Tasten kannst du einfach hier die Kamera frei bewegen und mit Doppelklick auf den Charakter bist du wieder zentriert auf dem Charakter. Okay, dann versuchen wir sie jetzt hier rauszuholen. Ich drücke einmal noch kurz die Alt-Taste. Guck dir das an, ne? Polierte Halskette, Editiden-Manuskript, kunstvolles Reliquiar, dunkler Verstand, Rucksack, hätte ich alles nicht gesehen. More for me. Sind die alle in der... Okay, alles nehmen. Das war der Schlüssel, den wir gefunden hatten.
kunstvolles Reliquiar leer. Editiden-Manuskript nehmen wir auch. Dunkler Verstand. Das ist wieder so ein Gehirn wie das andere da, ne? Ja. Keine Ahnung, ich nehme mal einen mit. Ja, ein Gehirn in einem Glas, genau. Da habe ich da auch noch was gesehen vorhin. Da, Rucksack. Blutstein. Jeder kann Blut aus einem Stein pressen, wenn die Kanten nur scharf genug sind. Nehmen wir mit den Rucksack selbst. Können wir den auch mitnehmen? Aufheben und zu Waren hinzufügen. Aufheben. Ja, das ist schon cool, ne? Ist der jetzt größer oder so? Wo ist der jetzt? Rucksack. Schlichte Leinentasche, mit der sich praktisch alles transportieren lässt. Ach, guck mal. Hat auch noch zusätzliche Fächer. Okay, das ist natürlich so gesehen auch nicht schlecht, ne? Wir kriegen mit einem Fach entsprechend viele weitere Fächer. Das ist jetzt nicht so schlecht. Okay. So, ich lass dich raus. Kann ich das jetzt direkt machen? Nee. Doch. Nach einem, ich habe eine Art Schlüssel gefunden. Vielleicht befreit er uns ganz ruhig. Okay. Ja, wir holen dich heraus. The console hums steadily, awaiting command. But ist so eklig, ne? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Oi. Ja, komm. Wir wollen nicht hoffen, dass sie sich jetzt auch verwandelt. Ja, aber das kann doch jetzt nicht sein, dass wir dazu gezwungen werden. Ich habe doch jetzt auch diese andere Tafel da gefunden. Ja, ist wieder das Gleiche. Ich kann das Ding nur öffnen. Wirklich nur öffnen, wenn ich... Jetzt muss ich wieder würfeln. Oder macht sich das dann jetzt erst bemerkbar? Okay, alles klar, super. Kommt jetzt die Tafel zum Einsatz. Das hatten wir gerade auch schon. Nein, das gibt's doch jetzt nicht. Wofür haben wir da jetzt diese Tafel gefunden? Okay, hier stand Aggression und da stand Auslöschen. Ja, Aggression, keine Ahnung. Auslöschen bestimmt nicht. Aggression. Oh, die Maschine hat sie feindselig gemacht. Er ist dran. Survival is all that matters. Jetzt bin ich dran. Tja, sorry Jungs. 10 EP hat's gegeben. Kerze, Kerze aus Bienenwachs, halb abgebrannt. Ich nehme erstmal alles mit. Wenn das Inventar voll ist, machen wir uns dann Gedanken darüber. Okay. Tja. Ich kann das zerstören.
Riskiere aber damit, dass ich sie auch zerstöre, ne? Das könnte ich auch zu 100% zerstören. Okay. Mysteriöse Flüssigkeit. Das hat jetzt nichts gebracht. Ja, dann muss ich mich auf den Gedankenschinder einlassen. Wofür wir dann die Tafel da gefunden haben, weiß ich jetzt auch nicht. Was haben wir hier noch? Dialogverlauf, Charakterauswahl, Spielmenü, okay. Haben wir es wieder geschafft, aber es bringt uns ja nichts. Leertaste überspringen, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Die Hand auf die Konsole legen. Jetzt kommt es wieder mit dem Parasiten. Ja, was soll ich machen? Ich muss es machen scheinbar. Also so ganze totale Handlungsfreiheit hat man dann scheinbar doch nicht. Das ist das, ne? Guck dir das mal an. Schwierigkeitsgrad 2 ist ja gar nichts. Das heißt, also ich vermute jetzt, dass der Elitide, der Parasit in unserem Kopf, dafür sorgt, dass die Schwierigkeitsgrade dann total gering sind, sodass man dann halt... Ja, das Würfeln gewinnt. Ja, das ist Mist. Das ist gut, dass wir sie jetzt rausgeholt haben, aber warum haben wir die Tafel im anderen Raum gefunden und so weiter und so fort? Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. So. Kann ich sie irgendwie... kann ich sie heilen? Ne, sie hat aber doch 100%, oder? Hat sie sich jetzt selbst geheilt? Okay, komm, wir quatschen erstmal mit ihr. Achso, okay. Das war's dann nur. Ja. Gefährliche Gesellschaft ist genau das, was ihr braucht, wenn ihr kämpfen müsst. Ja, leuchtet ein. Habt ihr ein Problem mit einer Gisyanki? Habt ihr das gerade gespürt? Wir waren im Geist des anderen. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Also gut, gehen wir. Ich bin Mola Teel. Schön, dass man sich auch vorstellt. Habt ihr gespürt, was ich gespürt habe? Wir waren im Geist des anderen. Nein, ihr seid auf euch alleine gestellt. Ich frag sie erstmal das hier. I did. It must be because of those parasites they put in us. But that'll have to wait. Are we going to help each other or not? Ja, wir helfen. Also gut, gehen wir. Ja. Shadowheart. One moment. Shadowheart, was jetzt? Ach. Was war das? Mal ebenso steckt sie sich irgendein Teil da ein. It's nothing. Trust me. Ja. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. Ja. She's right. Lead on. Okay, abgeschlossen, rettet die Gefangene. Was haben wir jetzt dafür noch irgendwie was bekommen? Die EP, ne? Okay, abgeschlossene Quests, Hauptquest, alles klar. Inspiration, ich muss das einmal durchgehen. Wenn ein Charakter eine Aktion ausführt, die zu seinem Hintergrund passt, so erhält er Erfahrungspunkte, Inspiration. Inspiration kann eingesetzt werden, um einen Attributswurf zu wiederholen. Okay, noch eine zweite Chance. Es sind bis zu 4 Inspirationen gleichzeitig möglich. Darüber hinaus kann durch Erreichen von Hintergrundzielen nur Erfahrung erworben werden. Okay. Aber ist nichts mit Inspiration. Dialog, das ist auch so genial. Du kannst den gesamten Dialog dir anschauen hier. Nachträglich nochmal.
Karte kannten wir schon. Quests, Dialog und Tutorials. Okay, gut. Mit Escape wieder raus. So, hier haben wir dann, glaube ich, alles abgegrast. Nochmal auf Alt gucken. Da ist nichts mehr. Da sind wir hergekommen. Wir sind alle gesund. Also, das sieht ja auch voll eklig aus, wie so ein Bauchnabel oder was. Oder was noch ekligeres. Okay, hier ist ein Heilapparat. Und hier ist sonst nichts. Das heißt, da kommt jetzt irgendwas Schwerwiegendes wahrscheinlich. Aber wir haben alle volle Energie. Man kann doch die Waffe eintauchen in etwas, oder? Wie war das? Warte mal. Werfen, eintauchen, Klassenaktion, Bonusaktion. Okay, dann ist meine Bonusaktion weg. Okay, nice. Und wie lange brennt das jetzt? Das ist ja schon mal nice, ne? Muss ich ja schon sagen. Ist nicht schlecht, das Ganze. Die Frage ist, was bringt das im Kampf und wie lange hält es jetzt? Wechseln wir wieder auf ihn. So, that's progress. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own. Geht schon los mit den Auseinandersetzungen. Brennt es noch? Nee. Time to press ahead. Oder? Nee, jedenfalls nicht, wenn sie es auf dem Rücken hat. Okay, automatisch gespeichert. Mit F5 wird schnell gespeichert. Die wichtigste Taste überhaupt. Weil es kann so viel zu jeder Zeit und zu jeder Sekunde passieren, dass es eben wichtig ist, öfter zu speichern. Deswegen F5. Okay, habe ich mir schon gedacht. Ach, Schande. Okay, die Höllenkreaturen sind auf jeden Fall auch nicht gerade gut zu sprechen. Okay, du bekommst auf der rechten Seite immer so Hilfstexte. Das Schöne beim rundenbasierten Spielen ist ja, dass du Zeit hast ohne Ende. Das ist einfach das Geniale. Erreiche den Koppler, ehe der Nautiloide abstürzt. 15 Züge verbleiben. So. Kann ich jetzt auch mit der Kamera durch die Gegend fahren? Ja. Das Ding ist ziemlich weit weg. Und wir haben nur 15 Züge. Kann ich hier auch die Alt-Taste drücken? Zeigt mir das irgendwas an? Ja. Toter Sklave, schwaches Teufelchen. Intellektverschlinger, schwaches Teufelchen. Okay. Also wir müssen, und er hier ist ja auch noch da. ...80%? Krass. Dann nehmen wir ihn erstmal. Oh, das ging super schnell. Das Vieh ist ja echt stark. 15 Züge verbleiben. Einfach so weit vorlaufen wie möglich. Zug beenden. Sie ist dran. Wir haben auch... Die sind, glaube ich, weit genug weg, ne? Wir haben... Irgendwo war doch Sprinten. Spurten. Ein Zug, eine Aktion. Ich kann doch jetzt nicht bis hier hin. Wie groß ist denn die Range? Wird mir jetzt nicht angezeigt.
Kann die jetzt durchsprinten bis hierhin? Nicht genug Bewegungsrate. Okay, wie weit kann ich sprinten? Bis hier. Dann mach mal. Okay, nice. Denn es ist so, wenn du nah an einem Feind vorbeispurtest, dann kann dir passieren, dass der auf dich reagiert und du noch einen mitbekommst. So, jetzt... Er hier ist grün, warum auch immer. Warum ist er jetzt unser Freund? Wahrscheinlich, weil wir den Parasiten im Kopf haben. So, ich könnte jetzt hier noch Schild des Glaubens. Schützt eine Kreatur vor Angriffen. Erhöht ihre Rüstungsklasse um 2. Bis zu langer Rast. Schützt eine Kreatur vor Angriffen. Heilen müssen wir nichts. Ah, ich bin genau außerhalb des Radius. Ist klar, dann schütze ich ihn mal hier. Okay, Zug beenden. Sie ist dran. Okay, du erledigst ihn hier. Was? 2 von 4. Ein Spurt kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen. Eintauchen bringt auch nichts. Knaufschlag bringt jetzt auch nichts. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Zug beenden. Well, fertig. So much for peace. Wenn ich jetzt bis hier hinlaufe. Ach Mist, ich bin durchs Feuer gegangen. Shit. 100%. Ey, 100%? 100% heißt dann einfach nur, dass ich treffe. Oh, ich brenne immer weiter. Das ist schlecht, würde ich mal sagen. Heiltrank. Okay, gut. Damit können wir auch das Feuer löschen. Ein ganz kleines bisschen kann ich noch laufen, oder? Ah, Zug beenden. Ja, gut, dass ich ihn geschützt habe. Fehlschlag. Mein Zug. Kann ich jetzt auch auf die wechseln? Ah ja, ich kann wechseln. Okay, gut. Diesmal kann sie bis hier laufen. Es geht ja noch gut. Dann kann ich hier auf die Treppe rauflaufen. Lauf mal die Treppe rauf. Oh. Habe ich mich zu weit vorgewagt? Ich kann noch wieder einen schützen. Ich bin wieder außerhalb der Range. Woran sehe ich? Kann ich sehen, ob er noch geschützt ist? Okay. Gut, wir sind an ihr vorbeigekommen. Er kann auch spurten. Ich lasse die beiden da einfach mal. Okay. Er hat sich auch vorbeigeschmuggelt. Ich muss ja jetzt nicht jeden hier plätten unbedingt. Aber den nehme ich noch mit hier. Okay. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr spurten, aber ich kann noch ein Stück laufen. Zug beenden. Auch Zug beenden. Ach ja, sie ist ja noch da, habe ich ganz vergessen. Ist 95%, ist das die Trefferchance, ne? Das heißt nicht 95% erledigt. Nicht genügend Bewegung. Okay, Zug beenden.
mein Zug. Ich muss erstmal weg mit ihr hier. Wie weit kann ich springen? Springen kann ich maximal bis da. Und spurten kann ich... da. Dann spurte mal. So, Zug beenden. Nicht genügend Bewegungsrate. Shit. Dann. Immer noch nicht genügend Bewegungsrate. Zug beenden. So, was hat sie für Angriffe? Feuerpfeil. 18 Meter. 2 bis 7 Schaden. Feuerpfeil 1 bis 10 Schaden. Ich kann mir, glaube ich, den auch angucken, untersuchen. Okay. Das ist ja auch nice, ne? Das sieht ja eklig aus, dass man sich die alle schön untersuchen kann, ne? Nice gemacht, wirklich. Was haben wir hier noch? Höllenschwein, 120 Kilo. Mittelunhold. 5 von 5, ein Höllenschwein. Resistenzen, Giftresistenz. Also Gift würde bei ihm jetzt nichts bewirken. Okay. Dunkelsicht, Gelegenheitsangriff. Passives Merkmal als Reaktion. Automatischer Angriff auf einen Gegner, welcher sich außer Reichweite bewegt. Okay. Ja, probieren wir mal. Jo, ich würde sagen, sie ist auch nicht gerade schlecht drauf. Das Schöne ist ja auch, achte mal da drauf, unten der blaue Kreis. Je weiter ich mich jetzt entferne, unten rechts, umso mehr zeigt dir das hier an, wie viel du noch verbrauchst. Du kannst dieses Game wirklich sehr, sehr taktisch spielen. Gut, wenn ich jetzt hier hingehe, gehe ich automatisch in Reichweite. Ich mache hier an der Stelle Zug beenden. So, jetzt spurte ich mit ihm. Wir haben noch 13 Züge, also bis jetzt alles okay gelaufen. These boots have seen everything. Das war's, Zug beenden. So, auf wen geht er jetzt los? Fehlschlag, sehr schön. Noch ein Fehlschlag. Erledigt. Can't even catch my breath. Need to act fast. Swift and lethal. Sie ist noch so weit zurück. Blood comes easy these days. Okay. Keine Bewegung mehr. Zug beenden. I'm ready. Should check for anything useful. Nicht genug Bewegungsrate. Zug beenden. Er kann noch springen. Zug beenden und jetzt ist sie dran. Wir spurten durch. Ich weiß, dass sie nicht so weit kommt, aber mal gucken, wie weit sie kommt. Okay, bis hier. Zug beenden. Oh oh. Okay. Another fight. Let's go. Da kommen wir auf jeden Fall dran. The Helm's alien transponder. You made it in time.
cool mit dem orangen und blauen Auge, ne? Ah, das ist weniger cool. Oh nein. Okay. Dass wir das Ding nicht zum Abstürzen bringen sollen, hat ja wohl so gesehen nicht funktioniert. Komm schon. Was jetzt? Was jetzt? Spannend, auf jeden Fall spannend und auf jeden Fall gut gemacht. Macht total viel Spaß. Wirklich. 67%. 100%. Okay. Ah, okay, es geht noch weiter. Wieder in eine andere Dimension gesprungen. Oha. Okay. Na super. Das sieht nicht gut aus. Okay, da stellt sich mir jetzt schon direkt spontan die Frage, wer hat so eine Macht, uns kurz vorm Aufprall abzubremsen? Ja, nice. Weiter geht's, aber nicht mehr in dieser Folge. Ja, das denke ich mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass bitte sehr gerne ein Like da und ich freue mich auch riesig über ein Abo mit aktivierter Glocke, denn nur so kann unsere bereits schön gewachsene Community noch weiter wachsen. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.